Die traditionellen Agrarlandschaften der Nordvogesen und des Pfälzerwalds sind vielfältig. Von Hecken gesäumte Weiden, Streuobstwiesen, Mähwiesen, Wäldchen. Sie bilden für viele wildlebende Tierarten ein vielseitiges und einladendes Mosaik aus natürlichen Lebensräumen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Landwirtschaft jedoch mechanisiert. Die Stellen, die mit dem Traktor schwer zu erreichen waren und die am wenigsten produktiven Böden, wurden nicht mehr bewirtschaftet oder mit Fichten bepflanzt. Der Wald gewinnt stellenweise an Boden und Siedlungen weiteten sich aus. Das Life-Bio-Corridors-Projekt hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Es möchte die ökologische Funktionsfähigkeit der offenen Naturräume wiederherstellen in Deutschland und in Frankreich. Wir versuchen die Täler und die Seitenaue, die nicht mit Maschinen gepflegt werden können, versuchen wir zu beweiden und sie offen zu halten. Es ist ein natürlicher Lebensraum für Insekten, für Amphibien, für auch für Niederwild, Bodenbrüter. Und mit der Pflege durch, oder mit Beweidung, mit der Pflege durch Schafe, kann man das Ganze natürlich machen und im Einklang mit der Natur pflegen und auch die Pflanze ausblühen lassen zur Reproduktion. Das funktioniert nur mit Schafe, ausschließlich mit Schafe, diese Art der Beweidung, die wir machen. Ab dem Ende des 19. Jahrhunderts wurden manche Weiden mit Obstbäumen bepflanzt und von Hecken eingefasst. Die vielen Tierarten, von denen einige der Landwirtschaft wertvolle Dienste leisten, Lebensraum bieten. Diese Elemente bilden auch wichtige Fortbewegungsachsen für wildlebende Tiere, die es vorziehen, sich im Schutz von Pflanzen fortzubewegen, aber nicht nur. Sur cette parcelle qui fait 8 hectares, il y a 3 arbres et 3 buissons. Auf dieser Parzelle, die 8 Hektar groß ist, stehen 3 Bäume und 3 Büsche. Wenn man die Beweidungsstellen variieren möchte, braucht man an verschiedenen Stellen Schatten. Die Hecke auf dieser Seite schenkt auf einer langen Strecke Schatten. Das ist ihr größter Vorteil. Sie schützt aber auch vor Regen, vor Wind. Das ist sehr wichtig für das Vieh. Sie ist eine Art Fortsetzung des Walds im offenen Gelände. Das hat einen Charme, der uns sehr wichtig ist. Wir hatten Schwierigkeiten, die Zeit und die Energie zu finden. Aber die Tatsache, dass uns ein Unternehmen hilft, gibt uns wirklich Lust, selbst weitere Hecken zu pflanzen. Wir wollen mehr Hecken pflanzen. Wir glauben wirklich, dass dies die Zukunft ist. Denn wegen der Dürreperioden wächst das Gras jetzt nur noch an schattigen Stellen. Wir werden in den kommenden Jahren den Schatten und die Biodiversität pflegen müssen. Denn sonst werden wir bald überhaupt nichts mehr anbauen können. Heutzutage werden bestimmte Bäume als zusätzliches Futter für die Rinder am Ende des Sommers noch immer auf traditionelle Weise beschnitten. Diese Kopfbäume sind Weiden, die jahrzehntelang regelmäßig eingekürzt wurden. Sie bilden einen bemerkenswerten Lebensraum für viele Tiere, vor allem Vögel. Nach einigen Jahrzehnten, wenn sich eine Weidenkrone gebildet hat, eine knotige Krone mit Hohlräumen, werden diese Hohlräume von vielen Höhlenbrütern bewohnt, insbesondere vom Steinkauz. Kopfweiden bilden wirklich einen Lebensraum für viele Tierarten. Sie müssen also geschützt, aber auch gepflegt werden, damit sie dieses Stadium erreichen können, das für die Vögel interessant ist. Dieser Baum verdient Respekt. Wir müssen ihn alle 8 bis 10 Jahre einkürzen. Das ist eine natürliche Regeneration, zu der wir beitragen. Natürlich kürzen wir in einem Tal nicht alle Weiden im gleichen Jahr ein. Wir tun dies nach und nach, damit die Vögel auf ihre Kosten kommen und machen keinen Kahlschlag im ganzen Tal. Durch das Anpflanzen von Bäumen, Hecken und Obstbäumen führt das Life-Bio-Corridors-Projekt traditionelle landwirtschaftliche Methoden wieder ein, die ein wenig in Vergessenheit geraten waren, aber sinnvoll sind. Diese alleinstehenden Bäume, diese Hecken und diese Obstwiesen ermöglichen es außerdem, dass Regenwasser tief in den Boden eindringt und so die Bodenerosion hemmt. Insgesamt wurden 1150 Obstbäume gepflanzt, 12 Hektar Obstwiesen wiederhergestellt, 7 Kilometer Hecken gepflanzt und mehr als 18 Hektar Mager- und Feuchtwiesen wiederhergestellt. Nach und nach wurde in den Agrarlandschaften ein grüner Korridor, eine typische Landschaft dieses Gebiets, wiederhergestellt für die zukünftigen Generationen.
Die Kinder müssen in diese Aktionen eingebunden werden, denn sie sind das Bindeglied zu ihren Eltern. Sie werden sie daran erinnern, wie wichtig es ist, einen Obstgarten zu haben. Sie werden auf die Blüten und die Früchte achten und vielleicht sogar davon beeindruckt sein. Uns ist nicht klar, dass Kinder immer empfänglicher für dieses Thema sind, weil sie genau wissen, dass der Mensch ein Element der Biodiversität ist und dass seine Zukunft auch davon abhängt, wie sehr er sie respektiert. Für die Kinder ist dies auch eine Symbolik, eine Verbindung zu einem Gebiet, das ihnen am Herzen liegt. Das Wohlergehen des Menschen hängt mit intakten Ökosystemen zusammen. Diese Dienste, die uns die Natur erbringt, dürfen nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht ermessen werden. Einer der wichtigsten Dienste für unser Wohlergehen ist auch kultureller Art. Die Natur ist eine Inspirationsquelle, ein Refugium für den Menschen. Sie hat einen Eigenwert.